So, dem Jens und ich sind bereit für einen Check. Dann geht's los mit dem verschlissenen Weichlaufen Seebeinmanschetten. Hat er alles getroffen? Check. Am Teilnehmerbeil der Anschlag der Achter und der Karabiner. Jawohl, alles dran. Check. Redundanz, Doppelkarabiner und der Hahn ist in sein eigener Stand und den Kamerad auch, also feuerfrei. Der Jens hat volles Programm gebucht. Redundanz passt, Standsicherung auch, Kamera läuft bereits. Wir legen gleich los. Zweite Perspektive läuft auch schon. Sehr gut. So, pass auf, Jens. Seilführung ist ja klar. Ja. Ja. Wenn ich gleich die Tür aufmache, stellst du dich bitte auf die beiden Tapsen. Zehenspitzen müssen über die Kante hinausgucken. Mhm. Klar soweit? Soweit ist klar. Sehr gut. Dann nehmen wir mal die Tür auf. So, ja, bitte nicht schubsen. Nee. So, stell ich mal gerade hin hier. Mach mal Rücken gerade, Brust raus. Ja, so, dann langsam nach vorne kippen lassen. Ja, und deine lang gleiten, das machst du richtig. So, merkst du, jetzt haben wir hier richtig Spannung drauf. Mhm. Ja. So, stell mal die Füße noch ein bisschen weiter über die Kante. Sehr gut, so lässt du dich kurz stehen. Dann ziehst du mal die Maske aus dem Gesicht, kannst ein bisschen frische Luft atmen unterwegs. Ja. Ja, ist gut. Jetzt ziehst du dich erstmal in die Waagerechte. Genau. Geh langsam am Seil. Ja, ist herrlich. Ja, kann ich sehen. Sehr schön. Hast du Bock auf Action? Ja, klar. Dann die Hamschi auch. So, nehmen wir bis drei. Eins, zwei, eins. Entschuldigung. Ich hab's nicht so mit dem Zählen. Ja, ist okay. Ja klar, Logo. Ja, los. Grüß dich. Hi. So, komm mal her, richtig. Schupp. Passt. So. Oh, prima. Hast du gut gemacht. Mein großer Film da? Ja, ja. Alles gut. So, pack das doch mal ab. So, komm mal her, das mach ich hier mal dran. Ich habe gesagt, die eine geht garantiert gleich flöten, weil die war schon so straff. Ja, ja. So, warte, ich mache dir die Verschlüsse mal auf, dann kannst du den Gurt oben nicht einfach ausziehen und packst ihn ins Auto. Hier rein. Achso, hier, die Werbung muss man anmachen.